ist so im Leben. Das ist richtig. Was hat dein Freund Mick Jagger mal zu dir gesagt? Ach, ich habe mit Mick, aber ist schon wieder einige Jahre her, er wusste, dass ich Musik mache, Volksmusik mache. Und ich habe ihn besucht auf Venedig. Wir sind familiär ein bisschen uns näher gekommen. Also beziehungsweise meine Frau Hannelore, Prinzessin von Auersberg, die war mit Robi Löwenstein auch verwandt. Und Robi Inauer natürlich war der... hat die auf die Finanzen von Mick aufgepasst und da waren wir in Venedig und da hat er mich eingeladen. Zwei Jahre später war er in Köln, im Mostarer Stadion und ich habe ihn dann besucht in der Garderobe und dann hat er mich, so immer die Security, dann zum besten Platz ins Stadion führen lassen und 75.000 riefen dann Heino, Heino, Heino. Und Mick in der Garderobe vom Aufruf, nenne ich Mick. Also da war schon eine ganz nette Begegnung mit dem Größten der Gegenwart in dieser Musiksparte zu sprechen. Hat er gesagt, und wenn du dann mal Rock'n'Roll machst, dann kannst du auch im Stadion auftreten. Fielen die Worte? Oder? Ja, die Worte sind mal gefallen, aber da ich ja gesagt habe, ich mache kein Rock'n'Roll, aber man soll ja nie sagen, jetzt habe ich es gemacht, weil ich eine Idee hatte und man hat mich dann natürlich abgeraten, genau 88 habe ich ja eine Rap-Version mal vom Enzian gemacht und dann haben wir gesagt, Heino, dann lass das, dann mach das nicht, dein volkstümliches Publikum möchte das nicht, aber je mehr man mich abgeraten hat, umso interessanter wurde die Geschichte, dass ich das machen wollte. Ich habe keine Lust gehabt, dass mein Enzian, wo ich Mitkomponist bin, dass das ein anderer für mich jetzt in dieser Rap-Version macht. Und dann habe ich es gemacht und war natürlich auch innerhalb von wenigen Wochen in den Top Ten ganz oben gewesen. Und jetzt bei diesem neuen Album habe ich natürlich auch nicht gedacht, ich meine, hätte ja auch schief gehen können. Da wäre ich belächelt worden, beschimpft worden, gerade von den Rockern, wo wir ja im Vorfeld angefragt haben, die dann ja das gar nicht verstehen konnten. Die haben ja, es sind Worte gefallen, die möchte ich gar nicht wiederholen. Aber es hat sich jetzt natürlich erwiesen, dass es ein Erfolg geworden ist. Und jetzt auf einmal alle Kollegen finden das auf jeden Fall schön. Ich habe vor 14 Tagen noch ein Interview gemacht, hat ein Mitglied angerufen von Rammstein. Er hätte sich jetzt die Platte gekauft, er findet die toll. Also es geht doch. Ne? Wir machen, wollen nur Musik machen, ein bisschen Freude bereiten. Und ich muss ja sagen, also die Melodien, die ich da gesungen habe, die sind alle frisch, die sind schön, die sind wunderbar. Also da sind ganz tolle Melodien, Texte dabei. Jetzt weiß ich auch, was Chillout Area heißt. Also bis dato habe ich das nicht gewusst, aber jetzt weiß ich das. Aber es ist ja schön, man lernt ja immer dazu. Und wie gesagt, es ist ja für... wenn ich jetzt mal den Enzian vergleiche und ein Lied von den Ärzten. Also das Lied von den Ärzten, wenn ich jetzt als Musiker spreche, bewegt sich in einer Oktave. Eine Oktave hat 12 Töne und dann bewegt sich so ein Lied. Aber der Enzian geht aber natürlich über 3 Oktaven. Das ist eine andere Hausnummer zu präsentieren oder Schubert, Bach, Mozart, Tschaikowski. Das ist anspruchsvoller. Es muss aber nicht schöner sein. Ich habe die Melodien gesungen, weil sie mir gefallen. Aber für mich als Musiker war es nicht schwer, das zu tun. Man denkt natürlich, da kommen die Rocker und die Male. Es gibt ja auch nur 4/4-Takt oder 3/4-Takt. Darin bewegt sich ja alles. Also als Musiker kann ich nur sagen, das sind schöne, frische Melodien. Und ich muss ja natürlich auch bei meinen Konzerten, wenn ich jetzt hier das so sehe, Nena, Scooter, und da muss ich natürlich auch noch so ein bisschen... Informationen kriegen, was alles so passiert, das weiß ich ja alles nicht. Ich muss mir nämlich noch neue Lieder einüben und ich habe ja nur jetzt die 12 Titel auf der CD und da kann man natürlich nicht 90 Minuten mit ausfüllen, deswegen bin ich jetzt die nächsten Wochen, Monate sehr noch konzentriert, dann aber was dazu zu tun. Und über diese Worte, die da gefallen sind, hast du gerade erzählt, stehst du da genauso drüber? Durch deine Erfahrung etc. oder hatte ich auch ein bisschen was berührt. Gestern zum Beispiel, glaube ich, von Campino von Toten Hosen, ist ja nicht unbedingt ein Freund von dir.
gelesen, hast du es mitbekommen? Nein, ich habe es nicht gelesen. Die Fratze der Hässlichkeit, Aushängeschild der Hässlichkeit der Deutschen. Er findet das toll, was du machst und marketingtechnisch auch fantastisch, sagt er. Aber der Feuilleton, und da ist der Feuilleton heute anwesend, der Feuilleton würde jetzt Speichel lecken und im Sand liegen und so weiter. Ach, wissen Sie, es gibt, ich habe das schon mal vor 50 Jahren gesagt, was stört das einer alten Eiche, wenn sich die Sau dran kratzt? Und Campino ist ja auch Düsseldorfer. Und die hießen ja früher nicht tote Hosen, sondern rote Hosen. Dann hat man, die müssen natürlich ganz ruhig sein, dann hat man natürlich, um Erfolg zu haben, hat man einen Typen genommen, den hat man die Haare blond gefärbt, den hat man eine Brille aufgezogen und der hat dann nach einer Schallplatte von mir nur den Mund auf und zu gemacht. Also die sollten mal ganz ruhig sein. Wenn die alle in meinem Alter kommen und dann so rüstig und so fit sind wie ich, dann kann ich da nur gratulieren. Aber mein Gott, das sind immer die Jungs, die sprechen von Toleranz und Respekt. Das lasse ich jetzt hier vermissen. Bei mir ist noch nie ein Konzert abgebrochen worden, dass man den Stecker rausgezogen hat. Aber den Toten Hosen schon mehrmals. Sollen sich Antonin an Russland erinnern? Putsch! Ja, der Strom weg. Also, das muss man schon wissen. Also bei Heiner hat noch nie einen in den Strom rausgezogen. Wenn, dann du selbst. Ja, dann mache ich das schon selbst. Was dürfen wir denn von deinem Auftritt erwarten? Am 27. Juli im Schweizerstadion. Ich weiß es ja selbst noch nicht. Also zumindest will ich die ganze CD, die ich bis jetzt gemacht habe, will ich singen und dann dazu noch, ich muss ja 90 Minuten machen oder 88, ich weiß es nicht, aber ich muss noch ein bisschen üben jetzt. Ne? Und man muss mir jetzt nur die Gelegenheit geben, das zu tun. Und ich bin natürlich jetzt noch 35 Tage mit meinem volkstümlichen Tournee unterwegs mit Florian Silbereisen. Da will ich natürlich auch ein Titel Junge von den Ärzten auch singen. Und das kommt natürlich ganz toll an, zwischen der schwarzen Barbara und den Enzian. Also es ist alles so momentan schön. Als ich dich das letzte Mal gesehen habe in München, ich war auf der Wiesn, ich habe da live von berichtet, da war Anstich, Oktoberfest, da warst du auch mit Florian Silbereisen dort. Ja. Dein Manager hat mir erzählt, wenn du dann auf Toilette gehst, kann das mal so 90 Minuten dauern. Was passiert da? Ja, es ist so, wenn ich zur Toilette gehe, dann muss ich Autogramme schreiben, fotografieren und das dauert dann eben halt. Und ich habe ja was ein schönes Erlebnis gehabt. Ich stand da mit der Gloria von Ton und Taxis, Silbereisen neben mir und neben mir noch Huck. Und Ministerpräsident kam dann runter und ich denke, jetzt geht er schnurstracks auf die Gloria zu. Weil er die nicht vielleicht kennt oder denke ich, nein, er kam nicht zu Gloria, kam nicht zu Florian, er kam zu mir, hat mir die Hand gegeben, hat gesagt, schön, dass ich Sie kennenlerne. Das sind so nette Momente, wo jemand gar nichts selbst zu tun kann, aber über diese Begegnung habe ich mich gefreut und das ist doch schön, als belächelter Volksmusik, dass man alles so erleben kann. Was verbindest du mit München? Ach, München muss ich... Erlebnisse zum Beispiel, dann, wenn du... Was mich mit München verbindet? Also jeder weiß ja, dass ich Düsseldorfer bin. Und ich bin, glaube ich, der Einzige in Düsseldorf, der für Bayern München... Nee, bist du nicht. Ich bin auch Düsseldorfer. Ja. Deswegen darf ich heute das Interview machen. Ja. Ich bin auch Bayern-Fan. Ja, wie kommt das? Weil ich auch eine Sonnenbrille habe. Ja, das ist... Nein, ich finde, die Münchner haben das beste Management. Ich habe den Uli Hoeneß noch vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir uns getroffen, da in Hamburg, bei HSV-Spiel. Habe ich auch vorweg gesagt, wie die spielen, 1-1. Es ist auch 1-1. Es ist auch 1-1 geblieben. Nein, was mich mit München verbindet, ist erstmal der Fußball und dann die Weißwurst, die ich dann immer gegessen. Aber ich bin... Mit welchem Senf? Bitte? Mit welchem Senf? Ja, mit süß-sauren Senf. Ah ja, süß-sauer. Oder meinst du jetzt Düsseldorfer Löwensenf? Ja, das gibt es ja auch die Möglichkeit. Ja, gibt es ja auch. Ja. Nein, also München ist für mich eine wunderschöne Stadt und ich habe leider ja nie das Vergnügen, oft in München zu sein. Wenn ich nach Kitzbühel fahre, ist ja von München nur eine Stunde
von München eine Stunde weg. Aber wenn ich in München bin, dann übernachte ich im Bayerischen Hof und dann habe ich immer noch schöne Abende. Also okay. München ist für mich eine wunderschöne Stadt. Cool. Super, dann passt das ja, dass du auch mal wieder hier bist und dann ich auch zum ersten Mal im Stadion auftreten wirst. Ja. Du siehst, das Feuerwerk ist dann nach deinem Auftritt der Höhepunkt. 35 Minuten wird dieses dauern. Hast du Feuerwerke schon mal irgendwie gesehen? Bist du ein Freak? Spielst du gern mit Feuerwerk? Ja, es gibt ja natürlich bei am Rhein das Feuerwerk. Also es gibt schon bei uns das riesengroße Feuerwerk Burg in Flammen in Bad Münstereifel. Das ist auch, dauert auch 3-4 Minuten. Also das ist schon das ist ein riesen Feuerwerk. Nein, also ich bin mal gespannt. Ich freue mich. Und doch, jetzt kann man nur sagen, wie sagt man, Daumen hoch. Ne? Richtig, du bist die aktuelle Nummer 1 in dieser Woche, hast einen Download-Rekord aufgestellt, die jungen Leute kaufen die neue CD, das neue Album mit freundlichen Grüßen wie warme Semmeln. Hast du eigentlich übrigens mal selber downgeloadet? Nein, ich habe ja bis dato gar nicht gewusst, dass das... Was das alles so, was man so machen kann, ja. Aber es ist schon erstaunlich und da sieht man ja auch, dass das, was ich gemacht habe, im Grunde genommen habe ich ja immer für mehr Jugendliche gesungen, wie man immer geschrieben hat. Es ist natürlich immer schön, dass die Medien schreiben, der Heino singt nur für alte Leute. Dem ist ja nicht so. Und ich habe meine erste Platte gemacht 1965. Und da habe ich ein Lied gut gesungen, was natürlich von den jungen Leuten kam. Lieder aus der Jahrhundertwende. Die bündische Jugend waren damals die Jungs, die mit dem damaligen System nicht zufrieden waren. Und die waren aufmüpfig und die haben dann eben gesungen, jenseits des Tales, wenn die bunten Fahnen wehen, wir lieben die Stürme, wir sind des Geiers schwarze Haufen. Das waren die Jungen, die Rocker. Und natürlich kam ich in der Blütezeit des Beats. Die Beatles waren auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Ich war in der gleichen Firma wie die Beatles. So, und jetzt kommt einer, der ist blond, hat blaue Augen, züchtet Schäferhunde und singt Volkslieder. Das war ja für viele, oh, das muss wieder einer sein. Aber mir war das wurscht. Ich habe mich nie beirren lassen. Ich habe bis jetzt über 50 Millionen Tonträger verkauft. Das werden auch die Toten Hosen nie mehr schaffen in ihrem Leben. Da müssen sie 2000 Jahre alt werden. Also die sollen sich nicht alle so aufregen. Okay, bei dem Erfolg, nicht nur in den Charts, sondern auch bei der Presse, bist du schon am zweiten Album dran? Nein, also man muss ja nicht überschnappen. Also jetzt bin ich erstmal auf volkstümlicher Tournee. Und vor allen Dingen, ich merke das ja, wenn ich am Schallplattenstand stehe, wenn ich Autogramme gebe, viele Ältere, also was heißt also so 60, 65, kommen, Mensch, Heino, toll, die sind doch immer auch belächelt worden, genau wie ich. Ne? Die sind doch jetzt, stehen doch jetzt da und können sagen, sind unser Heino, der kann das auch. Ne? Ich sage ja, Millionen fliegen können sich ja nicht irren. Genau. Und wollen wir hoffen, dass die alle Tickets kaufen für den Münchner Sommernachtstauf für dieses Jahr. Karten gibt es nämlich schon zwischen 20 und 42 Euro. Ermäßigte Karten sind ab 15 Euro erhältlich. Im Stadion stehen 30.000 überdachte Sitzplätze zur Verfügung, sowie Arena-Karten und Front-of-Stage-Arena-Tickets wird es auch geben, also ganz nah bei dir an der Bühne. Die Informationen sind in der Pressemappe heute zu haben. Und wenn es jetzt Fragen gibt von den Journalisten an Heino direkt hier, dann können wir loslegen.